Da ich dieses Jahr eine tolle Honigernte erleben durfte, bin ich sehr zufrieden damit. Letztes Jahr habe ich 10 bis 15 Kilogramm Honig ernten können und dieses Jahr, das werde ich noch nicht sagen, da ein offenes Gewinnspiel am Laufen ist. Zurück zum Gewinnspiel. Wenn du genau schätzen kannst, wie viel Kilo Honig ich dieses Jahr geerntet habe, erhalten ein Glas Honig. Nur zur Hilfe, damit ihr einschätzen könnt, wie viel Kilo Honig da liegt. Da ist 40 Kilo drin, so einen habe ich schon verkauft. Und diese hier sind noch da. Damit könnt ihr ungefähr abschätzen, wie viel Kilo Honig insgesamt da liegen. Ein Tag später, nach der Honigernte, habe ich das grobe, weiße, schäumige entfernt. Da liegt es noch etwas wenig, aber das lasse ich vermutlich drin. Dieses da habe ich aus den Buttichen entfernt. Eine Frage an euch. Was macht ihr mit diesem restlichen Honig? Verbraucht ihr ihn? Schmeißt ihr weg? Oder verfüttert ihr das den Bienen wieder zurück? Schreibt es mir gerne unten in den Kommentaren. Nach der Ernte habe ich 3 Tage gewartet. Dann habe ich ihn zum ersten Mal gerührt. Sobald der Honig Kristalle gebildet hat, ist das ein Zeichen, dass man ihn rühren kann. Nach wenigen Tagen, Wochen hat man einen cremigen Honig. Das werde ich mit den 3 hier versuchen. Durch die Kristallisation des Honigs kann man eben ihn gut cremig rühren. Diese 2 gingen sehr gut. Dieser hier ist meiner Ansicht nach noch etwas zu flüssig. Ich vermute, den muss ich etwas noch länger stehen lassen, damit er Kristalle bilden kann. Diese 2 werde ich am Mittwoch nochmal rühren. Und den hier werde ich auch öffnen und schauen, wie sich er bis dahin gemacht hat. Ansonsten warte ich noch 1-2 Tage mit diesem hier. Aber ihr werdet natürlich dabei sein. Da die Bienen dieses Jahr gut Honig eingetragen haben, habe ich mich entschieden, Met Honigwein herzustellen. Vor 3 Jahren war ich im Mittelaltermarkt in Burgdorf. Das liegt in der Schweiz. Da hatte ich eine Met-Flasche gekauft und war sofort begeistert. Deswegen werde ich heute Met herstellen. Hierfür nehme ich einen 5 Liter großen Ballon aus Glas. Da habe ich schon 2 Liter Wasser reingefüllt. Die anderen 2 Liter sind da drin. Die werden auch noch da hineinkommen. 1 Kilo Honig aus der diesjährigen Honigernte. Hefe in Flüssigform und Hefe-Nährsalze. Als nächstes werde ich das Wasser hier reingießen. Insgesamt sind jetzt 4 Liter Wasser drin. Das Fassungsvermögen des Glasballons beträgt 5 Liter. Ich gehe davon aus, dass ich den Honig hier schlecht in das kleine Loch gezielt bekomme. Deswegen schütte ich wieder 1 Liter Wasser zurück und mische den Honig beisammen. Und dann gebe ich das alles zusammen hier in den Glasballon. So bin ich auf der sicheren Seite. Ich vermute, das kann eine Weile dauern. In diesem Fall geht es eigentlich noch recht zackig. Da die Temperatur um die 25 bis 30 Grad liegt. So löst sich der Honig sehr gut auf. Jetzt habe ich den Krug mit dem Honig schon reingefüllt, musste wieder umschütten, damit die Reste des Honigs, die unten lagen, auch noch mit in den Glasballon gingen. Nachdem ich den Honig und das Wasser gemischt habe, habe ich hier etwas übrig gelassen, damit ich diese 2 Komponenten noch mischen kann. Die Hefe und die Hefenährsalze. Da gebe ich jetzt die bestimmte Menge
hier in den Ballon, was hinten drauf geschrieben ist, und dementsprechend auch für die Hefenährsalze. Jetzt habe ich meinen eigenen Met angesetzt. Den lasse ich da so stehen und lege ihn irgendwo in einer warmen, dunklen Ecke. Jetzt etwas zu ganz anderem. Letzte Woche habe ich ja hier Lavendel destilliert. Mit dieser Destille habe ich 6 Gänge destilliert. Also 6-mal hier den Trichter voll. Das ätherische Öl habe ich aufgefangen. Das hier ist aus 3 Destillaten gewonnen worden. Das restliche hier habe ich schon abgefüllt. Ihr könnt da etwas sehen. Und wie ich jetzt das abfülle, zeige ich jetzt euch. Es gibt verschiedene Verfahren, wie man dieses Öl absieben kann, auffangen kann, einfangen kann oder wie man es auch nennen mag. Ich persönlich mache es ganz einfach. Ich nehme hier ein Apothekerglas mit einer Pipette, saug das hier oben auf und da habe ich das reine ätherische Öl des Lavendels. Das gieße ich da rein und fertig. Das mache ich so lange, bis da nichts mehr zu sehen ist. Falls ich Wasser aufnehme, kann man gut erkennen, dass hier unten das Wasser liegt. Dass das Wasser unten liegt. Und das Öl schwimmt oben auf dem Wasser. Dann kann ich das Wasser da rausdrücken und das Öl hier in die Flasche geben. Da ist noch ganz wenig Öl drin, aber das herauszunehmen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Deswegen lasse ich jetzt das so. Ja, jetzt kann es man gut sehen. Da schwimmt oben das Öl und unten hat es etwas kleinere Stellen mit Wasser drin. Aber es ist nicht so tragisch. Für mich reicht es allemal, um dieses Öl in Seife hineinzugeben oder auch als Diffuser für einen Raum zu beduften. Mit wenigen Schritten zur Selbstversorgung, wie zum Beispiel hier mit dem Lavendel zum Öl. Und naturbelassen, einfach von der Natur direkt in ein Glas verpackt. Einfach, kostengünstig und schnell hergestellt. Jetzt noch etwas zu den Pilzen. Jetzt werde ich mal schauen, wie sich der Pilz in dem Haufen sich entwickelt hat. Schauen wir mal, ob man Ziel gewachsen ist. Ja, genau. Das Experiment funktioniert. Man kann gut sehen, wie sich das Myzel wächst. Da bin ich gespannt, bis ich die ersten Pilze ernten kann. Vergesst nicht, schreibt unten in den Kommentaren, wie viel Kilo ich dieses Jahr geerntet habe an Honig. Ihr könnt dabei etwas gewinnen. Hierfür bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage auf Wiedersehen. Ihr Selbstversorger, naturbelassen.